Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Pioneers of Pagonia. Wir müssen, glaube ich, immer noch für Soldaten sorgen. Ich gucke da gerade mal so in die Aufgabeliste, da sind wir irgendwie alles abgehakt. Werkzeugrekrutierung haben wir auch schon, meine Güte. Da muss noch was, passiert sein irgendwann. Ich hab heimlich nicht gespielt. Nein, ich habe heimlich nicht gespielt. Das muss irgendwie noch während der Lade oder in der Abmoderation oder wie auch immer passiert sein, dass die da doch schon auch den Soldaten jetzt haben. Ja, gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Jetzt brauchen wir nur noch die Schatzkammer im Bereich Reichtum. Ich habe übrigens aufgerüstet. Na, hier bezüglich meiner immer noch... Huch, da wächst einfach mal so ein Baum. Bezüglich meiner Rumkräucherei, mit der ich da immer noch so ein bisschen zu kämpfen habe, leider. Und habe mich mal mit entsprechenden Hustenbonbons versorgt, damit sich das Ganze ein wenig in Grenzen hält. Hoffe ich zumindest, dass das passiert. Wir sehen hier so eine Rüstungsschmiede, die ist das ist so ein weißes Fähnchen. Ihr merkt, das funktioniert prima. Nur um das mal zu... kurz mal angesprochen zu haben, aber euch gezeigt zu haben. Immer wenn die nichts zu tun haben, ja, also wenn hier irgendwie so aussieht, so, ne, als wenn hier alles brennt, nein, das brennt nicht, sondern es brennt insofern, die haben halt keine Arbeit. Ja, hier das Lagerbestand ist voll und es werden aber keine Produkte angefragt. Sobald ich jetzt hier anfange, beispielsweise denen sage, hier eine Eisenschilder und meinetwegen hier auch noch hier eine Kettenrüstung und so, seht da mal zu, ja, dann werden die hier aktiv, greifen sich das, was ja hier Materialien mittlerweile hier so gelagert wurde bei ihnen und fangen mit ihrer Produktion an. Ja gut, ich weiß, ich verdecke das hier ein wenig. Also da, wo ich meinen Riesenschädel jetzt davor habe, da werden die zu erstellenden Produkte angezeigt als erstes. Ihr seht das hier noch so ein bisschen. Und da wird halt angezeigt, wie viel ist aktuell da, was wird gerade gemacht. Und darunter ist dann der Lagerbestand, also das, was sie hier ne, aktuell beispielsweise an den benötigten Ressourcen rumliegen haben. Da sind die gut bestückt. Da haben die alles, was die brauchen. Jetzt machen sie, haben sie das erste Teil fertig und schon tut sich jetzt hier bei dem Eisenschild etwas. Das ist das, was ihr jetzt nicht sehen könnt. Da ist jetzt eine 1 aufgetaucht und mit einer minus 1 dahinter. Das heißt, das Ding wird halt abgeholt. Das ist auch jetzt gerade geschehen. Kam eine Trägerin vorbei und hat sich das Schild geschnappt. So, konntet ihr sehen. Ja, ich habe mich in einer der vorangegangenen Folgen so ein bisschen lustig gemacht über die Größe der Windmühle. Vielleicht wird der eine oder andere gesagt haben, der hat das Spiel schon mal ein bisschen gespielt, der kennt doch die Maße und so weiter. Was denn da jetzt eine Story draus? Ich erschrecke mich jedes Mal. Wenn ich, also bei einigen Gebäuden, insbesondere bei der Windmühle, denke ich jedes Mal, wow! Was für ein Riesenteil. Und ja, die haben im Augenblick auch nichts zu tun. Die sind auch am Winken. Die hätten, also zu produzieren, ne? Die machen natürlich Mehl, klar, logisch. Aus Weizen, aber sie haben weder Weizen und Mehl haben sie auch nichts. Nicht, das ist alles im Augenblick nicht vorhanden. Ist ein Saisongeschäft. Ne? Man kann nur dann was machen, wenn hier entsprechende... Sachen A geliefert werden und B dann auch wieder nachgefragt werden. Ja, wenn die hier alles voll haben und dann ist mit dem Malen auch nicht so dölle. Ja. So. Da war ja im Augenblick, wir sind ja noch sind wir ja so in der Kennenlernphase des Spiels. Und da wir hier so im Augenblick relativ wenig zu tun haben, wir können uns immer so ein bisschen die Zeit nehmen und uns so mal so ein bisschen die Gebäude im Detail anschauen, weil, ich denke mal, das ist, kann man sich durchaus A, mal machen und B, da wird mit so viel Liebe ans Detail rangegangen. Ja, wenn man sich hier mal alleine hier diese Windmühle anschaut, es wäre eine Schande, es nicht zu tun. Das ist das, wo ich hinaus wollte. So etwas sollte man ruhig mal würdigen, diese Arbeit, die sich da die Entwickler machen. Hier halt insbesondere die Grafiker, die ne, da ihre Fantasien und ihre Kreativität einfließen lassen.
Und ich bin auch immer wieder überrascht, mit welch einem Detailreichtum man da zum Teil bei solchen Gebäuden, bei Spielen dieser Art, daran geht. Also das ist schon nicht ohne. Alleine hier, ne, dass man das hier so detailliert und auch funktionstüchtig, ne, so wie es in der Realität halt ist, oder wäre, dann entsprechend umsetzt und so, und nicht einfach nur irgend so ein Gestänge und fertig, ne. Ist schon nicht übel. Ist schon nicht übel. Ich schätze so etwas. Hier hätten wir so eine Getreidefarm. Da stehen zwei Damen etwas unschlüssig in der Gegend rum. Die müssen wahrscheinlich darauf warten, dass sich hier das entsprechende tut in Richtung, also die entsprechenden Anpflanzungen so weit sind, dass die abgeerntet werden können, beziehungsweise die entsprechenden Materialien da sind, um hier beispielsweise Felder zu gießen. Das ist da wohl gerade Wasser unterwegs, um den Wachstum überhaupt zu ermöglichen. Die Art und Weise. Und auch hier, ne, ist ja so einiges zu sehen. Hier sind bearbeitet die Felder. Achso, ja, Getreidefarmen, ne, bearbeitet die Felder, genau. Wollte eigentlich hier drauf zu sprechen kommen, aber das müsste... Das müssten Sachen sein, die abgeholt werden können. Also in dem Fall Korn, Weizen und so. Würde ich vermuten. Nee, jetzt sehen wir es gerade. Okay, super. Da wird gerade Weizen. Wurde gerade Weizen geerntet. Ich mache hier mal so ein bisschen den Kameraschwenk. Ne, hier sieht man es. Da liegt etwas, was ich nicht erkennen kann. Das scheint aber auch was zu sein, was abgeholt werden können sollte oder wie auch immer. Nö. Also, hier wird nur der Weizen angezeigt, keine anderen Ressourcen. Dann ist das hier wahrscheinlich nur Deko. Ich kam darauf, müsste das Mais sein. Hier wird auch Mais. Ja genau, das ist der Mais, der hier abgeholt werden könnte. Aus irgendwelchen Gründen wird es nicht gemacht. Wahrscheinlich wird er im Augenblick von irgendwelchen Produktionsstätten nicht benötigt. Und sei es auch nur aus dem einen Grund, weil es diese Produktionsstätten hier noch nicht gibt. Das mag sein. So. Ja, auch das Gebäude hier, ne, ausgesprochen detailliert. Ne, hier sind irgendwelche Balkonkästen, ne, irgendwelche, ne, ihr wisst schon, hier so Pflanzenkästen, so, wo Sachen angebaut werden oder beziehungsweise Blumen wachsen, irgendwie sowas in der Art. Ich kann es jetzt nicht so genau erkennen. Dafür geht es dann wieder nicht nah genug ran. Ja, bin immer meckern, ich weiß. Bin immer meckern. Nein, ist gar nicht wahr. Nicht, dass ich nur meckere. So meine Kritikpunkte an einigen Stellen bei verschiedenen Spielen, aber ich meckere nicht nur. So, hier haben wir gerade einen Brunnen, um mal auf ein anderes Thema zu kommen. Die Dame ist hier eifrig mit dem Wasserholen beschäftigt, jetzt im Augenblick auch nicht, weil Wasser ist hier jede Menge vorhanden. Die macht jetzt gerade mal Pause. Siesta. Militärcamp. So sieht ein Militärcamp aus. Hier sind normalerweise, ich gehe da mal drauf. Hier sind die Leute, also die Militärangehörigen untergebracht. Aktuell 5 Wachen, 11 Soldaten, 1 Veteransoldat, 1 Waldläufer und alles andere ist hier noch auf Null. Hier könnte noch sein eine Veteranenwache, ein geschickter Waldläufer, ein Draufgänger und ein heroischer Draufgänger. Ja, die haben wir alle noch nicht. So, okay. Hier hätten wir, was ist das? Ach, das ist die Bäckerei. Wie man sieht. Unschwer. Da wird einfach gefegt, wie sich das gehört. Ja, Staub immer schön aufs Brot. Ne? Da, also, das ist kein Mehl, wenn ihr aber Brot kauft und da ist so eine weiße Schicht drauf. Das ist kein Mehl. Ne? Also zumindest nicht gewollt. Das kann natürlich auch Mehl hier sein, der gerade hier mit dem Besen so schön verteilt wird, aber ne, also ist halt so. Müsst damit leben. Ja, hier wird auch gewunken, weil man hat. Jede Menge Mehl, man hat jede Menge Wasser, man hat jede Menge Feuerholz und 16 Brote liegen hier rum, die im Augenblick nicht abgeholt werden. Da ist wohl auch im Augenblick kein Bedarf in der Bevölkerung bezüglich Brot. Hier wird eifrig was getan. Moment, wen haben wir hier? Das ist die Münzprägerei. Hier hätte ich die Münzprägerei. Genau, hier werden eifrig Münzen geprägt, wie man sieht. Da geht es richtig ab. Da hier sind vorhanden... Ach, die brauchen... Ich wollte schon gar sagen, wieso brauchen die denn Brot? Ich denke so, hä? Was ist denn hier los? Ja, man sollte auch draufklicken.
So, da sind vorhanden im Augenblick 3 Silberbarren, 2 weitere sind auf dem Weg. 16 Einheiten Kohle haben wir hier und 15 Einheiten Kupfer. Eine weitere Einheit ist auf dem Weg. Und man macht hier eifrig Kupfermünzen. Ja, da ist hier sind 6 so. Mal schnell. Wer sind denn? Truhen. Truhen Silbermünzen. 9 Truhen Kupfermünzen. Eine weitere Truhe ist gerade noch in Arbeit. Und ja. Okay. Dann wäre das das. Und wo wir gerade dabei sind, damit wir auch noch ein bisschen was Vernünftiges in Anführungsstrichen machen und nicht nur hier rumerzähle, müssten wir jetzt Folgendes tun. Was wollten wir bauen? Eine Schatzkammer. Genau. Eine Schatzkammer soll das sein. Lagerung und Handel. Schatzkammer, so sieht das Teil aus. Und ist relativ groß. Braucht einiges am Platz. Ich versuche die mal zu drehen. Ja, das klappt ganz gut. Aber auch wenn ich die drehe, passt die hier nicht hin. Das ist schlecht. Ja, wenn hier eine Münzprägerei ist, dann würde man die Schatzkammer natürlich ganz gerne nach Möglichkeit in der Nähe irgendwie unterkriegen wollen, tun, Gedingse. Aber das Spiel sagt nein. Wie sieht es hier mit aus? Habe ich hier noch ein bisschen Platz dafür? Das ist aber auch ein Riesenteil. Ja, also die Bonbons bringen gar nichts, habe ich so ein Gefühl. Entschuldigung. Zumindest nicht genug. Ja, fahr durch. Moment mal, ich muss mal irgendwann ganz kurz die gesamte Karte hier mal drehen, damit ich ein bisschen mehr Übersicht bekomme. Das ist alles sehr unerquicklich. Alles sehr unerquicklich. Ja, die Jungs, wo passt das Ding hier hin? Ruckel, ruckel. Hier darf nichts ruckeln. Muss ja eigentlich alles ganz smooth gehen. Ja. Ich versuche das immer noch so halbwegs in die Nähe unterzubringen, aber meine Versuche sind hier von wenig Erfolg gekrönt. Heißt, ich muss das also doch hier irgendwo so in dieser Richtung beispielsweise unterbringen. Dann soll es so sein. Dann machen wir das einfach mal so. Wir haben hier so eine Querverbindung. Moment, hier ist die... Da ist die Münzprägerei. Querverbindung. Warte mal. Kriegen wir da einen halbwegs vernünftigen Weg zustande? Wenn ich das beispielsweise hier machen würde. Mal, aber ich habe immer so das Problem so mit Platz verschwenden. Aber da wir hier eh nicht mehr allzu viel bauen, ist es im Prinzip egal. Also ich gehe mal davon aus, dass wir nicht mehr allzu viel bauen, jetzt wird noch die Schatzkammer errichtet. Da müssten wir eigentlich durch sein. Glaube ich. Ich mache jetzt hier ist die Schatzkammer. Da hätten wir den Weg. Also ganz dülle ist das nicht. Warte mal. Ja, das bringt eigentlich gar nichts. Einfach, dass da so noch mal so eine Alternative besteht, ne, für wenn das Spiel jetzt noch weitergehen würde und dass man halt auch hier noch so die Möglichkeit hat, dann hier so in diesem Bereich entsprechend Alternativrouten aufzubauen oder eine bessere Verbindung aufzubauen, so in diese Richtung wäre jetzt da die Überlegung, deswegen das Ganze. Ich sehe ein bisschen anders aus, habt ihr vielleicht festgestellt. Ich habe letztens so ein bisschen rumexperimentiert mit so einer sogenannten Lut und da, ne, so eine Maske, so eine Farbmaske da über mein Gesicht zu legen. Weil ich mal ein bisschen so blässlich aussehe, war so der Gedanke, ja, versuchen wir doch mal so ein paar Sachen. Fand ich jetzt nicht so ganz prickelnd. Ich sah irgendwie so ein bisschen sehr creepy aus, glaube ich.
Ja, man probiert halt Dinge aus. Ne? Auch die Kameraposition ist jetzt ein bisschen eine andere. Ich hatte die erst so ein bisschen so mehr so schräg stehen gehabt, weil ich mal so erst, so wie ich es jetzt hatte, habe so mehr so den direkten Blick, so ein bisschen leid war. Ich denke, mach mal was anderes. Hatte ich auch eine ganze Weile so. Jetzt habe ich wieder mehr so die direkte Sicht auf die Kamera oder die Kamera eine direkte Sicht auf mich, wie man denn möchte. Ja, öfter mal was Neues. Man muss mal immer mal wieder ein paar Sachen ändern, mal ein paar Sachen ausprobieren. Da bringt die Zeit so mit sich. So, jetzt wird eifrig das Teil da gebaut. Dann denke ich mal, wenn die Schatzkammer fertig ist, sollten wir hier durch sein. Weil ich sehe jede Menge weiße Fahnen. Das heißt, die Leute haben im Prinzip nichts mehr zu tun. Ja, also die stehen nicht vorm Aufgeben, sondern die sagen irgendwie, ja, ich langweile mich. So in die Richtung. Ich brauche Arbeit. So, ne, die Einzigen hier, also die Schmelze, die ist ganz eifrig dabei. Werkzeug, ja gut, Werkzeugschmiede, klar. Also denen gibt man halt Aufträge, wenn entsprechende Werkzeuge benötigt werden. Und so, man kann natürlich, oder wäre halt sinnvoll, solche Sachen dann halt auch auf Halde schon mal zu produzieren, damit die Sachen da sind, wenn man sie braucht. Könnte jetzt theoretisch noch hingehen und sagen, komm, ne, ich hau hier noch so ein paar Lager, soweit wie es geht, hier hin, um so zumindest so die häufigsten oder benötigten Werkzeuge so auf Tasche zu haben. Aber ich habe es ja selber gesehen, ich kriege ja maximal 2 Lager hin, dann ist das schon wieder Ende Gelände. Macht es auch nicht so einen Sinn, und für jedes einzelne Werkzeug ein Lager zu bauen, wie effektiv das ist, steht dann noch auf einem anderen Blatt. Ne? Zumal die hier selber ja auch Lagerkapazität haben. Ist ja nicht so, dass die da nichts unterbringen. Wir können ja aber einfach mal so spaßeshalber hier von jedem, was so da ist, sie so herstellen können, jeweils 5 Einheiten in Auftrag geben. Dann haben die Herrschaften ein bisschen was zu tun. Wir gehen mal durch. Also, ne, die können bauen Hämmer in dem Fall, Äxte, Sicheln, Sägen, Zangen, ich mache hier oben weiter, Schaufeln, Spitzhacken, Messer und Meißel. Also alles, was man so halt braucht in so einer Siedlung. Wird hier eifrig hergestellt. Die Werkzeuge braucht man, um dann hier, also zumindest zum Teil, das ist natürlich zum Arbeiten, logisch, aber auch, um hier überhaupt im Gildehaus die entsprechenden Leute ausbilden zu können. Wir haben hier beispielsweise den Zimmerer, der braucht einen Hammer. Und die Planierer natürlich eine Schaufel und dann die hier vorhandenen Träger und was sind die anderen? Achso, einmal Handelsträger und einmal Baustellenträger. Die brauchen jeweils Rucksäcke und Minenarbeiter natürlich Spitzhacken. Und hier unten haben wir dann den Lagerbestand oder Lagerbestand vielmehr, wo dann alles, was ich vorhin aufgezählt habe, ne, was da vorne in der bei den Werkzeugmachern gemacht wird, hier nochmal vorhanden ist, plus ein Bogen. Hier ist noch ein Jagdbogen. Das sind 15 Jagdbögen existieren hier im Augenblick, die wir auch nicht brauchen. So, und da war der Räusperer wieder. Ja, wie weit sind die Herrschaften hier? Schatzkammer ist immer noch im Bau. Oh, 0%. Die benötigen Werkstein, da ist keiner vorhanden, und Nadelholzbalken, da ist auch keiner vorhanden. Wieso ist hier nichts? Sind die auf dem Weg? Normalerweise müssten die ja schon auf dem Weg sein. Straße, nicht mit Straße verbunden? Was habe ich denn da gemacht? Hä? Was? Ich habe doch hier extra... Wie haben die denn das planiert gekriegt? Nicht mit Straße verbunden. Gibt es so manche Sachen, wo ich dann wieder ein bisschen so ins Grübeln komme. Ich denke so, hä? Liebe Entwickler, was habt ihr euch da überlegt? Ja, toll. Schön, dass ich das jetzt auch mal erfahre. Hier tut sich nichts. Ich kann es wieder weg. Das wird den ganzen Shit hier wieder wegreißen, weil bringt nichts. Ich habe doch darauf geachtet, dass der hier connected ist. Anscheinend nicht. Oder hat sich das während des Planierens irgendwie geändert oder so? Da war doch hier einfach. Ja, hilft ja alles nichts. Schatzkammer. So. Da war doch hier. Da ist doch da der Pfeil. Hat der nicht connected? So, ja. Ich guck mal, ob ich das in die andere Richtung kriege. Weil die Straße ist ja jetzt da. Und, jetzt sieht's, okay, das sieht jetzt anders aus. Jetzt haben wir hier auch die Angaben, ne? Hier sind die entsprechenden
Materialien jetzt angezeigt, ne, und auch auf dem Weg, die für den Bau benötigt wird. Das muss natürlich wieder planiert werden. Ne? Ganz klar, man hat hier vorher schon planiert und jetzt muss nochmal planiert werden. Man planiert das Planierte. Ich habe nur das Gebäude gedreht, mehr nicht. Okay, ja, dann ist das so. Da steckst du nicht drin. So. Ja, also wie gesagt, nach rauszoomen. Ich würde mir noch ein bisschen mehr wünschen, hatte ich ja schon mal angesprochen. Beispielsweise jetzt, dass man den Bereich, was man jetzt hier sieht, in der Größe hat von ungefähr so. Ja, damit man euch da so eine Vorstellung halt bekommt, was ich denn so mit meine. Ne? Also dass man den hier, was man hier so hat, dass man das auch von der Größe von in diesem Umfang sehen kann, wäre, wie ich finde, sinnvoll. Ich vermisse das halt so, dass ich will immer weiter drehen, denkst, der muss dann noch ein bisschen, aber geht nicht. Ich weiß, hier unten ist die Minikarte, aber die ersetzt das nur zum Teil. Ja, so die Informationen, die man da so abrufen möchte, oder die ich so abrufen möchte, weil ich sehe hier, ne, da sind Gebäude, kann aber nicht erkennen, was ist jetzt welches Gebäude, wird auch nicht angezeigt, wenn ich mit meiner Maus da drüber düse, muss ich wieder hier gucken, ne, also hier gucken, und das ist mir ein bisschen schwierig. Dann so Vergleich insofern, ja, natürlich ist die Minimap so, wie sie ist, also die Minimap selber ist super. Ja, da gibt es gar nichts zu meckern, also die ist in Ordnung, da kann man mit arbeiten. Was man so Minimap-mäßig so halt, ne, damit machen kann. Ja, gar keine Frage. Aber hier so die gesamte Übersicht hier so, ja, das ist mir ein bisschen zu wenig. Da würde ich mir noch ein bisschen mehr Details, ne, also mehr so ein paar Zoom-Stufen mehr wünschen. So, jetzt habe ich auch genügend mit diesem Thema, oder bin ich genügend auf diesem Thema rumgeritten. So, Leute, was ist denn hier? Was müsst ihr denn jetzt hier noch großartig planieren? Ach, da hinten ist jetzt irgendwie noch ein Zacken, der weg muss, und da unten ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich finde es ja klasse, dass die anfangen, ne? Also man kann das Gebäude hinsetzen, auch wenn es kein Connect zur Straße gegeben ist. Die fangen an zu planieren, statt dass das Spiel von vornherein sagt, mal, du hast da überhaupt keinen Connector, da läuft nichts. Ne? Sieh mal zu, dass du das vernünftig zu einer Straße hinkriegst. Nein, die fangen an zu planieren. Du denkst irgendwie, alles gut. Und so nach einer halben Stunde kommst du vorbei, um zu gucken, oh, wie weit sind sie denn jetzt? Ich habe da immer noch eine 1, also eine 0 plus 1 stehen irgendwie. Wieso sind sie noch nicht fertig? Ja, toll. Jetzt kommen sie an. Jetzt hauen sie uns hier die Klamotten um die Ohren. Wird hier eifrig geliefert, was ja auch richtig ist. Ja, hier haben wir so einen Baustellenträger, eine eigene Fraktion. Untergrund wird vorbereitet. 96%, also sind immer noch nicht ganz fertig. Ist sogar noch ein Zimmerer unterwegs. 98%. Hallo? 100. Ah, jetzt. Na gut. Und jetzt wird gleich, es ist der Zimmerer, wie gesagt, der ist unterwegs, der kommt auch gerade schon um die Ecke geschlichen, der Zimmerer, da ist er. Und der zimmert uns jetzt hier die Schatzkammer fertig. So, dann mal ran. Ich würde ganz gerne mit der Schatzkammer noch in dieser Folge fertig werden, wenn das irgendwie machbar ist. Jetzt kommen die Werksteine. Ja, also ein Teil ist ja schon geliefert worden. Aber jetzt kommt der Rest. Ich hoffe, dass es der komplette Rest ist. Ich gehe mal ganz kurz hier drauf, dann sehen wir das auch. Also ich zumindest, hier wahrscheinlich weniger. Oh, da geht es aber jetzt ab. Ja, also 12 von 12 Nadelholzbalken sind vorhanden. Hier kommen die letzten Werksteine. 16 brauchen wir. Und das sieht gut aus. Achso. Ach, ich kann auch hier noch genau. Ich muss ja sagen, was hier eingelagert werden kann. Ich kann natürlich auf alles gehen, und dann hauen die da alles rein, was irgendwie also hierfür wichtig ist, was von Wert ist. Schätze, Münzen, Wertsachen, geschliffene Edelsteine und leer. Ich würde sagen Münzen. Ne? Wir produzieren ja da Münzen mit der Münzwerkstatt. Silbermünzen oder Kupfermünzen. Jetzt kann ich... Oder alles. Ich bleibe bei alles. Sie können hier sowohl als auch. Das macht dann hier schon Sinn. So, ja, Gebäude hochziehen, das geht relativ zügig, glaube ich. Ja, na gut, 30%. Aber immerhin, ne? Ich meine, das ist schon nicht schlecht. Ne? Wir haben jetzt schon 37, jetzt geht es geht voran, aber hallo. Es geht einigermaßen flott voran. Schon nicht schlecht. Da kommen noch die letzten Werksteine, die für den Bau benötigt werden.
bekommen werden immer noch ein paar angeliefert. Huch. Okay, 4 Stück. Das müssten jetzt aber die sein. Gehen wir von aus. Jetzt mal über 70% fertiggestellt. Lübt. 12 plus 4, das heißt, es müssten jetzt nochmal 4 oder sind das die 4? Ah, alles klar, das sind die wohl jetzt die letzten. Nur noch, brauchen wir nur noch 3, 2, 1 und das dürfte es gewesen sein. Ja, genau, 16 von 16, das heißt, die Materialien sind jetzt komplett vorhanden. 85% fertiggestellt, das Gebäude. Ah, das wird eifrig weitergezimmert. Und dann haben wir mal so einen Bau von so einem Komplex hier, von so einem Gebäude auch mal komplett gesehen, von Anfang bis zum Ende, inklusive Fehler des Erbauers, ne? Also meiner einer hier. Mit der Straße, das geht jetzt wieder bei mir rum. Solche Sachen, die lassen mich so ein bisschen an einem selber zweifeln. Ja, aber wie gesagt, ich gebe auch so ein bisschen so zu ein paar Prozent auch dem Spiel die Schuld. Was ist denn los? Machen die Pause oder? Also, die sind fertig. Ja, oh, sehr schön. Ach, da war noch einer. Wie man zu dritt. Hey. So, ja, toll. Schatzkammer ist fertig. Sehr schön. Ja, aber wie gesagt, was ich sagen muss, zum Teil natürlich mir selber auch die Schulden, weil ich dann halt das irgendwie nicht registriert habe. Und aber zum anderen halt, ne, wäre auch nett, wenn das Spiel selber einen darauf hinweist, hier in der Gebäude, also schon während man da das Ding da hinsetzt. Und die Meldung, dann kommt hier irgendwie kein Connect zur Straße. Oder ich habe es mal wieder übersehen. Das kann natürlich auch sein, dass die Meldung aufgeploppt ist, irgendwo für eine Sekunde oder so. Und ich das nicht mitgekriegt habe. So, wir müssen Silbermünzen und Kupfermünzen einlagern. Ja, die Möglichkeit habe ich ja entsprechend. Ne? Ermöglicht, dass sie das tun können. Und dann müssten wir auch soweit durch sein mit der ganzen Geschichte. So. Moment. Ich klicke mal das Gebäude nochmal an. Da sehen wir schon die entsprechenden Träger, wobei es die Frage ist, tragen die beides, also sowohl die Kupfer als auch die Silbermünzen, oder tragen die erstmal nur das eine? Also sieht schon, ist da gerade zu den anderen Stapel gelaufen, also es müssten sowohl, hier wird es auch schon angezeigt, sogar schon eine Truhe mit Kupfermünzen ist da schon im Lagerbestand vorhanden. Es fehlen noch die Silbermünzen. Die sollten dann aber auch in absehbarer Zeit vorhanden sein. Wir gucken mal hier rein, soweit wir das können. Moment, man sieht. Ah, man sieht das besser von hier. Okay, ein Moment. Mit Richtung. Ja, hier haben sie die Kupfermünzen. Da kommen jetzt die Silbermünzen und damit sind wir fertig. Meint. Jawohl, du hast gewonnen. Ja, so sieht das aus. Ja, aber hallo. So, du hast gewonnen. Du hast alle Orientierungsaufgaben abgeschlossen. Das ist sehr schön. Die freuen sich, wirklich riesig. Da haben wir richtig eine Party hier gemacht mit Feuerwerk, allen drum und dran. Ja, so sieht ein Sieg aus, würde ich mal behaupten. Coole Idee. Das würde ich mir so bei manchen anderen Spielen vielleicht auch mal wünschen, dass dann so eine schöne Party zum Schluss stattfindet, die Leute feiern. Weil sie das, was sie zu erledigen hatten, alles geschafft haben. Ja, das ist doch mal eine coole Idee. Wirklich schön gemacht. Gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr, sehr, sehr. Ja, das ist nice. Riesenstimmung da unten. Man hört die Leute grölen. Das ist echt gut gemacht. Ja, gut, dann haben wir das jetzt in dieser Folge aber jetzt wirklich abgeschlossen. Also diese erste Geschichte hier. Das heißt, wir machen dann in der nächsten Folge mit der nächsten Stufe, mit der nächsten Aufgabe oder mit dem nächsten Aufgabenpaket, wenn man so will, weiter.
Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer alles, alles Gute. Dankeschön, dass ihr hier, ne, mit dabei seid, ihr das Ganze hier begleitet. Freut mich sehr. Und ja, genießt und nutzt die Zeit. Bis dahin.